Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einem weiteren Commentary. Heute mit dem Thema kritische Treffer und da machen wir erstmal ein bisschen Theorie. So, ich bin jetzt hier im Singleplayer, habe auch schon mal einen Golem vorbereitet und die Damage Indicator Mod, damit man das Ganze ein bisschen besser einsehen kann. Wir haben jetzt hier ein Holzschwert, ja so. Ein Holzschwert macht normalerweise 5 halbe Herzen Schaden, beim Crit allerdings in der fallenden Position, was nach dem Springen der Fall sein kann. Du kannst quasi springen in der fallenden Position sein und du machst dann 7 halbe Herzen Schaden, sprich ein ganzes Herz mehr Schaden, was aber nicht immer der Fall ist. Wie man jetzt sehen wird, Crit macht auch mal 8 Schaden, wieder 7 Schaden, 8 Schaden, wieder 7 Schaden, 8 Schaden, wieder 7 Schaden, 8 und 7. Also es wechselt sich immer so ein bisschen ab. Ich weiß nicht ganz genau, ob es bei den Spielern sich genauso verhält. Das werden wir natürlich dann gleich mal sehen, wenn wir in-game sind. Das können wir dann mal ein bisschen ausprobieren. Und dasselbe halt eben auch mit anderen Schwertern. Bei dem Steinschwert macht es 6 und dann eben 9, 9, 9. Das ist immer gleich. Da ist immer einfach quasi 1,5 Herzen mehr Schaden. Und dann können wir es erstmal mit anderen Schwertern nochmal ausprobieren. Dann haben wir hier das Eisenschwert, macht 7 normal und dann eben 10, 11, 10, 11, 10, 11. Immer unterschiedlich zwischen 10 und 11. Das habe ich gerade nicht gekriegt aus Versehen. Also Crit ist immer in der fallenden Position. Man kann aber natürlich auch fallen, indem man nicht vorher springt, sondern einfach mit dem Diaschwert und anderem einfach mal fällt. Quasi so von einer Kante runterfällt. Macht normal macht es halt 8 und im Crit macht es 12. Also das heißt, du hast da sogar 2 Herzen mehr Schaden. Und beim Eisen- und Steinschwert eben 1,5 bis 2 Herzen, die du mehr Schaden machst. Mit der Faust ist es übrigens genauso. Also eine Faust macht natürlich ein halbes Herz Schaden. Im Crit macht es allerdings im Wechsel 2 und 1. Also kannst du da auch bis zu einem Herzen Schaden machen. Deswegen ist Kritten halt super, super wichtig, weil du da wirklich sehr viel mehr Schaden mitmachen kannst. Und ich möchte das Ganze jetzt mal in-game so ein bisschen demonstrieren, wie man das Ganze eben in-game gleich handhaben kann mit den Crits, weil ich möchte kurz noch was zeigen. Und zwar im Wasser, wenn du im Wasser fällst, verteilst du übrigens keinen Crit. Komischerweise. Du fällst im Wasser, aber verteilst keinen Crit. Nur mal so, dass man im Wasser nicht critten kann. Einfach nur mal für euch, zur Information. Und wir sehen uns dann jetzt in-game einfach wieder und werden dort das Ganze mal ein bisschen ausprobieren. So, auf der Map Wastewood endlich in-game. Und ja, beim Thema Kritten gibt es eigentlich zwei verschiedene Methoden. Die erste wäre die frontale Methode. Sprich, wenn du einen Bogen oder Angel hast, ihn dann erstmal den Knockback verpasst, indem du eben mit dem Hit austeilst mit dem Bogen oder Angel und dann eben durch das Knockback einfach auf ihn drauf springen kannst und dann quasi in der fallenden Position einen Crit austeilen kannst. Das ist ja Methode Nummer 1. Methode Nummer 2 ist einfach die, dass du, wie es meine Methode eben ist, um den Gegner herumspringst und ihm so einfach dann Crits austeilen kannst. Das sieht bei mir immer so ein bisschen unbeholfen aus eigentlich, kann man gleich auch ein bisschen sehen. Aber es hat schon alles so seine Taktik und seine Methode da drin. Wir sehen jetzt hier, kommt der erste Crit. Da muss man eben gucken, dass man halt in der fallenden Position auch eben ist, wenn einer einen Turn-Out ansetzt. Das ist nicht immer der Fall, aber war hier der Fall. Und hier kam es aussehen, einmal Crit gegeben, nochmal Crit gegeben. Natürlich schlage ich auch drauf, wenn ich gerade falle, aber es ist natürlich unerlässlich. Du musst natürlich auch ihn schlagen, wenn du quasi gerade auf dem Boden bist. Ansonsten macht das Ganze ja keinen Sinn, wenn du jetzt nur versuchst, nichts auszuteilen, wenn du crittest oder in der fallenden Position bist. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Du musst natürlich auch wirklich eigentlich immer schlagen, aber dann hast du wahrscheinlich 3 oder 4 von 5 Hits drin als Crit. Das ist eigentlich dann wunderbar. Also mir sieht es immer so ein bisschen unbeholfen aus, wenn ich um den Gegner herumspringe, aber ich mache das schon bewusst und ich mache das schon so, damit der Gegner die Orientierung so ein bisschen verliert und ich kann mittlerweile echt gut abschätzen, einfach durch die 2 Jahre Erfahrung, wann sind die Crits da, wann nicht. Und deswegen sieht man hier auch, kann man wirklich gut sehen, dass eigentlich jeder Treffer hier auch wieder ein Crit war. Ich glaube, einer hat, glaube ich, nicht ganz gesessen, aber ansonsten eigentlich ist immer so, ich würde sagen, wenn ich gegen Gegner campe, ist immer so 4 von 5. Oder halt eben 3 von 4 oder wie auch immer. Also immer einer, der kein Crit ist, aber der Rest sind eigentlich immer Crits. Einfach weil du nicht immer in der fallenden Position sein kannst. Du musst eben auch ab und an mal springen und dann hast du eben auch mal einen Hit. Aber da Minecraft eben. Hier haben wir die Angeltaktik übrigens, wollte ich nur mal sagen. Hier wunderbar wegkritten am Anfang und dann durch die Angel, durch den Knockback. Und dann kann man auch frontal auf den Gegner draufspringen
und auch quasi ohne das Herumspringen dann immer einfach springen, fallen, hitten. Es ist natürlich eine schwierige Sache. Es ist nicht ganz so einfach, liebe Leute. Aber im Prinzip ist sowas super, super schnell gelernt. Also wenn ich jetzt mal, weiß nicht, wenn Leute dabei sind, die das jetzt nicht so gut können, ich würde erstmal wirklich versuchen zu üben, zu springen, danach zu fallen und dann halt eben erst den Hit auszuteilen. So quasi, erst dann schlagen, wenn man fällt. Und dann hat man so ein Gespür dafür. Und dann kann man das ein bisschen automatisieren, dass man das, ja, wirklich immer wieder anwenden, im Kampf auch öfter anwendet. Springen, fallen, hitten, springen, fallen, hitten, springen, fallen, hitten, so nach dem Motto irgendwie. Und das klappt eigentlich ziemlich gut dann irgendwann. Und dann hat man das irgendwann so ein bisschen drin und weiß, okay, wann muss ich was machen, wann muss das passieren. Aber ich denke mal, die meisten von euch werden das ja auch schon irgendwie kennen und können dir zugucken und haben vielleicht sogar eine andere Taktik, die sie anwenden. Sehr gerne mal eure Meinungen in die Kommentare, wie ihr das so angeht mit dem Thema Kritten. Und hier werden wir jetzt sehen, mache ich einen kleinen Fehler gleich. Und zwar kommt der erste Schlag ohne Crit hier, denn ich war noch in der erhöhten Position, also nicht in der fallenden Position, sondern in der aufsteigenden Position. Und da habe ich dann versucht, ein bisschen nach hinten zu navigieren, um halt eben abzuwarten, bis ich falle. Hat nicht so ganz funktioniert, aber das kannst du eben auch machen, dass du quasi abwartest, okay. Ich bewege mich seitlich so weg, dass ich einfach abwarte, bis ich falle. Oder eben nach hinten so zurückbewegen, bis man fällt und dann hinten austeilen kann. Weil ich eben versucht habe, eben nicht so gut funktioniert. Also es klappt natürlich nicht immer. Also natürlich, das ist das Optimum, es halt immer funktioniert. Aber bei mir halt eben auch nicht. Ich bin halt nicht der Allerbeste. Ich wiederhole es ja immer wieder mal gerne. Aber gut. Letztes Beispiel hier, was auch ziemlich gut funktioniert. Einfach im Lauf, klack, ich falle nach unten, klack. Da habe ich keine Mühe gegeben, aber erst da, wenn ich quasi falle, zweimal sogar, 3 von 3 haben gesessen. Wunderbar, so muss es eben sein. Und ja, sehr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch die Folge gefallen hat. Da wäre auch drin gewesen. Sehr gerne eure Meinungen in die Kommentare, wie ihr dazu steht, wie ihr crittet und wie ihr das macht. Ich kann auch sehr gerne noch mal andere Videos irgendwie hochladen, um es mal ein bisschen besser noch zu zeigen für euch. Aber ich denke mal, so in dem kurzen Video ist alles gesagt. Es kam auch die Kommentare, ich soll nicht ganz so lange Videos bringen. Deswegen hier kurz und knackig so ein bisschen gezeigt, verschiedene Methoden. Und der Rest ist einfach immer wieder dasselbe. Also da muss man jetzt nicht 1000 verschiedene Beispiele zeigen. Naja. Hauen Sie rein, liebe Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Bis dann und tschüss.